Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Wie heißen dich? Ganz genau dich an deinem altertümlich anmutenden Empfangsgerät. Herzlich willkommen zurück zu Scribble.io. Ich bin nicht alleine, mit an meiner Seite ist der Tobi Toast und der Jodarum. Hallöchen. Hallo. Und doch, ich starte mal das Game. Aber mir steht ja immer noch Jodarum. Ah, scheiße, ich bin dran. Alter. Ich habe keine Ahnung. Das wissen wir. warte mal, erstmal Hintergrund schwarz machen. Nein. Schon wieder? Bist du wieder am Bild? Wieder was? Nein. Mitternacht. Warte. So, davon ganz viele, also davon eine Mehrzahl. Davon Mehrzahl? Was? Und dann. Eier. Sollen die rund sein oder sollen die wirklich so oval sein? Nein, die sollen oval sein. Berechtigte Frage. Die sollen so oval sein. Was ist das? Die Sache ich denke ist, die ganze Zeit ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass und wenn jemand einen schwarzen Hintergrund macht, das ist dann gleich... Nein, er hat nichts mit Nacht oder irgendwie sowas zu tun. Ja, was für Sternbilder malst du denn jetzt? Nee, das rechte ist das eine ist 1. Das ist die 1, das ist die 2 und das ist die Tasse. Die zwei großen Eier am Himmel, wer kennt sie nicht? Also ich weiß auch nicht, warum ich mit der 1 rechts angefangen habe, aber das ist ein Wort, das besteht aus 2 Wörtern. Eiertasse. Okay. Ja, nicht. Ach, jetzt so eine schmackhafte Eiertasse. Ah. Ich könnte auch. Also, so sieht's eigentlich nicht aus. Ich mach mal hier unten. So sieht's eigentlich nicht aus. Gut. Ja, aber so ergibt sich das Wort. Aber eigentlich sieht es ungefähr so aus. Ah. Oh, ich weiß es. Oh. Ah, ja. Oh! Alter, Eierwärmer war aber auch richtig gut. Eierwärmer war auch eine verdammt geile Idee. Eierwärmer ist auch gut. Jetzt ein Eierwärmer wird mich aber umbringen. Also, es sind für mich 2 Eier und eine Tasse und dann. Nenn es nicht Tasse, nenn es. Genau. Nenn es. Wie würdest du denn Metall eine Tasse nennen? Das wäre dann eher so ein. Eine Tasse. Scheiße. Und Becher. Eierbecher, was ist das denn für ein Wort, ey? Wann hab ich das denn mal in meinem Leben gehört? Eierbecher. Ohne Witz. Oh, wann hat jemand zuletzt Eierbecher zu mir gesagt? Ich esse übrigens keine Eier. Das muss man übrigens gesagt haben. Oh, blau. Oh, sind wir mal heute ganz aufgeregt, ne? Blau. Wollen wir heute mal ein bisschen was riskieren, oder was? Heute mal richtig riskieren, pass auf jetzt hier. Scheiße. Penis mit ganz vielen Hoden. Nee, das ist eine Hand. Au. Oh. Au. Oh nein. Ne? Hamburger SV. Also das sehe ich aber ein bisschen falsch. So. Also das ist anatomisch aber nicht ganz korrekt. Ja, was der hat... Ja. Bei mir falsch. Dann auch eine berechtigte Frage. Anderes Wort, sag ich mal. Oder auch ein sehr gerne genutztes Wort. Genau, für Leute, die Oktopus nicht schreiben oder aussprechen können, da gibt es einen, der produziert auch etwas. Also... SpongeBob, kannst du mal die Fresse halten? SpongeBob! Oh. Ah, ich hätte auch Taddle malen können. Der Fisch sieht aber anders aus, mein Freund. Ja, aber ihr seid drauf gekommen, also. Ja. So. Er ist atomisch komisch. Ich. Ach du Scheiße, was ist das? Warte mal. Ist das Ding dazwischen im Bindisch? Oder sind das 2 Wörter? Das sind, glaube ich, 2 Wörter. Alter. Ja? Fertig. Perfekt. Was? Soll ich das nochmal in 4-dimensional malen? Das ist perfekt. Das hast du super gemacht. Echt ohne Scheiß. Das ist super gut. Ich kann das nochmal in einer 4-dimensionalen Raster. Nein, es ist das Schönste, was ich je gesehen habe, Tobi. Echt? Oh mein Gott. Das hänge ich mir, glaube ich, irgendwo auf. Kennt ihr diese Animation dazu? Zu so 4-dimensional? Wie so ein schwarzes Loch aufgebaut ist? Ja, das hab ich so dunkel aus. Ich dachte sie so, jetzt machst du so ein Rastergitter mit so einem Loch da so. Die werden da nie drauf kommen. Okay, es wird schwierig für mich, meine Damen und Herren. Dann wird es auch schwierig für uns. Oh, allerdings. Oh, das ist jetzt schon kacke. Das ist wieder eine Sau. Ja, da war ich auch schon in dem Punkt. Aber das kann ja nichts Einfaches sein. Wenn er sagt, das ist schwierig, dann wird es, denke ich mal, wohl kein Etwas sein. Kein Etwas, oh je, dann ist es ein Ding. Kein Was, sondern das wird wahrscheinlich irgendeine Aktivität sein oder so. Nee. Aktivität mit Schwein? Das ist geil. Das Schwein sieht echt niedlich aus. Das ist halt echt knuffig.
Ja, ist echt so. Oh. Denkt es gerade, oder? Nee, warte. Das sind Abgase. Eins, zwei, drei. Nein, das ist falsch. Eine 3, das gibt's nicht. Da habe ich mich jetzt verschrieben. Die 3 da unten vergessen wir bitte. Das gibt's nicht. Okay. Eins, zwei, zwei. Eins, zwei, drei. Ja, oft sieht es auch eher so eigentlich aus. So sieht das Ding eigentlich aus, wo dann... Das ist ein vergammeltes Spiegelei. Nee, das ist jetzt... Ich meine, ich würde jetzt sagen, dass das ein Ei ist, aus dem das Schwein schlüpft, aber mein Biolehrer sagt, das darf ich nicht mehr sagen, also... Nein! Ja, das Schwein sieht zu realistisch, sieht dieses Schwein gerade aus. Das ist natürlich kein lebendiges Schwein, was ihr hier seht. Natürlich, natürlich. Sondern es steht. Warte mal. Also es bekommt was rein. Es bekommt was rein. Oh! Was? Ja, du hast. Oh nein. Oh. Ich schreibe auch irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Oh. Oh. 3, Timer, ehrlich. Ja, echt, ey. 1, 2, 3. Scheiße. Zum Kassierer geh mit deine 3-Euro-Münze da. Oh, Scheiße. Jetzt meinen Sie mal was. Das mal ein Euro-Zeichen dahinter gemalt, dann wüsste ich auch, dass das Geld sein soll. Ja, nicht dran gedacht. Ich dachte, okay, da kommt ihr nicht drauf. Hinten rein, was ist denn, was sind das jetzt für perverse Sachen? Euro-Zeichen, ich bin dumm. Echt, einfach nur doof. Nee, ich bin doof, ich hab's nicht erraten. Da. Nein! Kack ja gerade mega ab mit den Punkten, ey. Ich muss noch aufholen. Was? Was? Meine Tiere haben immer alle Gesichter. Ihr müsst gar nicht erkennen, was das hier ist, ja? Es geht wieder um, noch, Ach nee. Hase! Das ist sicherlich ein Hase. Ja, ich dachte, ich sehe, dass es gedeckt ist, aber dass die Flügel sahen eben aus wie ein Hase. Oh, hab ich? Du, oh. Du hast es tatsächlich. Ich bin auch sehr überrascht, muss ich sagen. Das, ne? Oh, ihr seid beide drauf gekommen. Der Tobi hat jetzt gerade sogar gesagt Insekt. Deshalb, sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Du Schlinge. Hab ich gesagt? Ja. Das ist die Hitze. Viel zu doof für, ey. Och, du Scheiße. Oh, Alter, Junge. Oh, Alter. Oh, Alter, Junge. Da musst du durchgehen. Schade, es ist jetzt wieder so ein bisschen was Einfaches, leider, aber hey. Wette, das werdet ihr. Das hättet ihr gleich sofort erraten, das werdet ihr gleich 100 Pro. Burgfräulein. Meine Burgfräulein, die hat 2 Räder. Und die ist wunderschön, die. So, spätestens jetzt, Alter. Ah, oh. Nein, du warst schneller. Ich bin schneller. Verdammt. Boah, ist das kalt, ey. Ich friere ein bisschen. Warte, ich muss kurz die Heizung anmachen. Ich bin gleich. Hä? Sag doch nicht die bösen Wörter hier. Ich kann immer noch nicht lüften, weil die draußen immer noch am Grillen sind, alle. Oh. Werf mal einen Wassereimer aus dem Fenster. Ja. Verpisst euch! Okay, das war. Okay. Ja, ich kann euch wieder nicht hören, glaube ich. Hören? Hilfe? Allein? Bin weg. Ich kann die nicht hören, oh nein. Kann sie nicht hören. Ich höre euch wieder. Ah, okay. Gut, okay, da stand jetzt auch eh lange, dass du ein Wort gesucht hast. So, meinen Sie. Wie war das eben nochmal? Das ist gut, eigentlich gute Qualität. Die Qualität ist gut, ja. Was? Striche? So, Oh, die Striche verwirren mich gerade. Ja. Eigentlich bis oben hindurch, ne? Pardon. Es ist kein Gefängnis. Oh Mann, ja, ich hab da eben schon dran gedacht. So, dann kann das ja hier auch so. Ja, ich hab doch schon so gut geschrieben. Strichcode ist aber. Ja. Also. Ja! Oh, ich hab's schon richtig geschrieben. Tommy Toes ist schon. Oh, warte mal. Oh, so das könnte jetzt. Möglich.
Ach du Scheiße. Maritas, komm, Maritas. Okay. Also, was macht er denn jetzt? Macht mich das immer mega nervös, wenn man selber so unsicher ist, was man nimmt. Ah. Okay, pass auf. Eselkopf. Was? Ich dachte, ich schreibe einfach mal was. Ey, was auch immer du nimmst, nimm weniger oder mehr. Dann nehme ich einfach mal mehr. Ach ja. Was? Ist das eine Mutation oder was? Nee, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das. Ups. Please give me a sign. Ich erstmal sagen, irgendwas okay, Türkei oder so. Genau, türkische Flagge. Ja, genau, genau. Also, dass ihr das nicht erkennt, das stimmt mich gerade schon ein bisschen traurig. Ein Zeichen. Okay. Ein Symbol. Ein Symbol der Hoffnung. Übermond. Symbol der Hoffnung, was? Adventkranz. Also. Ich sag jetzt mal so viel, es geht um die Leute dahinter, hinter diesem Symbol, wie man die bezeichnet. Okay. Ah. Ich mal nochmal vielleicht. Ja, das muss es sein. Alter. So vielleicht. Hm. So. Habe ich mich verschrieben? San Marita ist es nicht. Nee. Oh. Attentäter. Boah, Alter, mir fällt der scheiß verdammte Name nicht ein. Also das ist ein Flugzeug. Nein, kein Flugzeug. Ach so, nee, dann weiß ich es glaube ich nicht. Dann bringt mich das mit dem Flugzeug. Sag mal. Nee. Ach, oh, ja, ich weiß, was es ist. Oh, aber ich komme nicht drauf, wie es heißt. Also ich weiß nicht, wie die heißen. Oh, ich weiß, das ist so Star Trek-Dingsbums da, aber. Nein, nicht Star Trek. Also, ja, Star Wars, was weiß ich. Alles. Ach so, nee, dann weiß. Okay, dann bin ich voll raus. Dann habe ich überhaupt keinen Schaden. Blaster-Dings da, aber. Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Ich habe ja schon euch ja schon genug Tipps gegeben. Die Leute hinter diesem Symbol eben halt. Nicht aus den alten Filmen, sondern aus den neuen. Ja. Nee. Der Widerstand. Widerstand, scheiße. Nee, darauf wäre ich nicht gekommen. Nee, never ever. Wobei man dazu sagen muss, die benutzen das Zeichen im neuen Film ja nicht mehr. Ich kleiner Nerd. Oh, kleine Finger ist oben. Nerd. So. Und die Folgen sind immer so schnell rum, ne? Das geht echt, ja. Das geht echt rasant schnell, meine Güte. Ich sag's. Na gut. Will heute mal jemand von euch an Abmoderation machen? Ich lehne mich mal kurz zurück. Ja, ich glaube, der Jodarum hat gerade gesagt, er wollte. Und wie? Ich meine, die sollen alle bei mir mal vorbeischauen und so. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Das war eine weitere Runde Scribble.io mit den wunderschönen Herrschaften Tobi Toast und Taiba. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Gucken und ich sag tüdelü. Tschüss. Ja, Amazon-Karten gibt's dann im nächsten Video. Genau, gibt's im nächsten Video, wenn ihr es ganz zu Ende guckt.